Liebe Freunde der künstlerischen Tätigkeit, ich freue mich, Sie grüßen zu können bei diesem Video. Ich will Ihnen heute zeigen, wie man eine Katze in der Technik Nasse-Nass malen kann. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie ich diese Farbe auch anrühre. Sie haben ja in den anderen Videos zuvor gesehen, dass ich aus den Farbtöpfchen meine Farbe genommen habe. Es gibt so etwas verflüssigte Aquarellfarbe zu kaufen, die relativ fest ist, die man so aber selber nicht gebrauchen kann oder anwenden kann. Wenn ich sie so pur, ohne dass ich sie verdünnt hätte, auf das Bild auftragen würde, dann würde das die Farbe abplatzen. Also rühre ich sie mir hier an. Es gibt ja auch Aquarellfarben in anderer Form zu kaufen. Solche Aquarellfarben gibt es in verschiedenen Größen und Gebinden und unter anderem auch in Tuben zu kaufen. Ich tue jetzt etwas Wasser dazu und verrühre das. Dadurch, dass ich das jetzt hier mit etwas Wasser verdünnt habe, kriegt die Farbe jetzt die richtige Konsistenz. Das gehört einfach zur Vorbereitung mit dazu. Ich nehme jetzt meinen Schwamm und feuchte mit dem Schwamm das Brett an. Das mache ich schön gleichmäßig. Ich achte überall, dass ich genügend Wasser drauf bekomme. Wenn ich nicht genügend Wasser im Schwamm habe, dann kann ich durchaus noch mal etwas Wasser nachnehmen, indem ich in das Wasserglas tunke. So, jetzt habe ich das Malbrett vorbereitet. Hier nehme ich jetzt als nächstes mein Blatt. Ich lege es hier drauf und bearbeite es wieder mit dem Schwamm. Jetzt hat mein Schwamm wieder zu wenig Wasser. Jetzt nehme ich noch mal etwas Wasser nach mit dem Schwamm und lege mein Blatt hier auf das Brett. So, wenn jetzt irgendwo das Blatt sich wellen würde, muss ich von unten noch mal gucken, ob es auch gleichmäßig ist. In diesem Falle drehe ich es einfach noch mal um, um wirklich sicher zu gehen, dass ich das Wasser überall gut gleichmäßig verteilt habe. Das gehört zur Vorbereitung mit dazu. So, jetzt habe ich das Blatt vorbereitet und könnte jetzt anfangen zu malen. Ich nehme jetzt als erstes ein preußisch Blau in meinen Pinsel. Das habe ich hier schon angerührt stehen. Tauche meinen trockenen Pinsel in das Blau hinein und fange an mit feinen kleinen Pinselstrichen das Blatt mit einem Blauton zu grundieren. So, jetzt habe ich das grundiert. Das Blau als Farbe gibt es schon leicht her, das ist so ein bisschen hell und dunkel, nicht ganz gleichmäßig ist. Das ist sehr schön. Dadurch habe ich auch die Möglichkeiten, in die Gestaltung hineinzugehen und etwas hineinzusehen. Es kann durchaus sehr fantasieanregend sein. Aber ich wollte Ihnen ja heute ein bestimmtes Tier zeigen. Und auch dieses Tier fange ich als erstes mit der Eiform an. Ich lege sozusagen an dieser Stelle fest, dass ich sie relativ, nicht ganz, mittig auf das Blatt setze, etwas mehr nach links als nach rechts, nicht ganz nach unten und etwas langgezogen male ich jetzt hier die Form von dem Ei. So, jetzt habe ich die Eiform. Das wird ergänzt durch eine Kugelform, die ich jetzt hier drauf setze. So, dass ich fast so einen Kegel habe. Und da gehen ganz fein, und dann nehme ich diesen breiten Pinsel und ziehe das so schön raus, die Ohren. So, jetzt setze ich hier unten noch ein paar Beine an, Schenkel, dass man die irgendwie sehen kann, dass sie gut sitzt. Und hier hinten kommt ein Schwanz heraus. Da sitzt meine Katze. Ja, wo sitzt sie? Ich möchte sie natürlich in einer bestimmten natürlichen Umgebung haben. Da die Katze doch sehr mit dem Menschen verbunden ist,
werde ich sie doch auf ein Dach setzen. Das mache ich, indem ich jetzt hier mit dem Zinnoberrot von außen nochmal rangehe und die Form ausspare von der Katze. Dadurch entsteht hier, wenn ich das auch so schräg mache, eine Art von Dach, auf dem die Katze sitzt. Ich gleite, lasse es hier nach unten gleiten. Aufpassen, hier muss ich mit dem Katzenschwanz da. Und hier setze ich sozusagen auch meine Katze hin und lasse sie hier gut sitzen. So, das Rot nehme ich immer wieder neu. Man merkt es so, dass man eine bestimmte Fläche mit einer bestimmten Menge Farbe gut malen kann. Sie sehen auch, dass die Pinselstrichrichtungen jetzt hier an dieser Stelle bei mir nicht mehr senkrecht sind, sondern ich versuche durch die Pinselbewegung auch mit sozusagen so eine Struktur von Dachziegeln mit anzudeuten. Jetzt ist es mir passiert, dass ich hier sozusagen so eine auslaufende Form habe. Dazu wasche ich meinen Pinsel aus und trockne ihn ab. Ich habe immer einen Mallappen in der Hand und gehe mit dem trockenen Pinsel hier ran und schaffe hierdurch eine gerade Begrenzung, wie es bei diesen Bauten ja auch der Fall ist, die wir Menschen bauen. Da ist nicht groß viel schief und krumm. Hier ist noch eine kleine Fläche, die könnte ein bisschen mehr rot werden. So, jetzt sitzt meine Katze schon da. Ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen in den Untergrund mit Goldgelb. Aber das ist eigentlich nur eine kleine Ergänzung, um es sozusagen noch lebendiger erscheinen zu lassen, den Untergrund, dass ich sozusagen viele Farben dabei habe. Die Katze sitzt jetzt da in Blau drauf und ich gehe nochmal mit dem dunkleren, mit dem Preußischblau auch an die Katze heran und arbeite sie nach, sodass sie auch ein bisschen dunkler noch wird. So, dass sie wirklich gegen den Himmel sich ein bisschen auch abhebt, die Katzenform. Dass es deutlich ist, hier ist Katze, das ist Hintergrund. Jetzt habe ich da oben den oberen Bereich noch wenig gestaltet. Es bietet sich jetzt an, zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Hier könnte ich doch ohne weiteres auch sehen, dass hier so etwas ist. Jetzt ordne ich die Helligkeit und die Dunkelheit, dass es hier so wie ein Haus im Hintergrund ist, auf das die Katze guckt. Ja, hier ist es etwas dunkler, hier sind hellere Bereiche. Da sind eben etwas hellere Häuser im Hintergrund, auf die die Katze noch guckt. So, hier könnten wir noch etwas in die Höhe gehen. Da könnte auch so etwas wie ein Schornstein sein. Man kann hier der Fantasie überhaupt keine Grenzen ziehen, was man hier alles hineingucken kann in dem Bereich. Ja, also die Helligkeit kann ich genauso gestalten, wie ich das Dunkle gestalte. Dann ist der Himmel eben in diesem Falle etwas dunkler. Und die Gebäude, auf die die Katze guckt, sind heller. Ich kann das jetzt noch weiter ausarbeiten, wenn ich möchte. Das hängt jetzt auch davon ab, mit welchem Ziel bearbeite ich so ein Bild. Möchte ich das sehr realistisch haben? Möchte ich das mehr stimmungsvoll haben? Das ist so eine Frage, die man sich selber zu stellen hat. Ich gehe hier unten nochmal ein bisschen mit Rot rein, um sozusagen es hier noch kräftiger zu machen. Rot tritt auch nach vorne. Dann setze ich auch die Farbperspektive mit ein. Ich achte dass ich überall ordentlich bis zum Rand hin alles gestaltet habe. Hier muss ich wieder aufpassen, mit kleineren Bewegungen arbeiten, wenn ich in die Nähe der Katze komme. Und jetzt könnte ich diese vermischte Farbe nehmen, die ich jetzt hier habe,
wo ich ja auch ein bisschen Gelb dabei habe, Blau, so etwas Bräunliches und könnte sozusagen auch in den Hintergrund dieser Häuser gehen und dort mit was andeuten, dass man auch dort noch was Deutlicheres sieht. Es ist eigentlich wirklich die Frage, wie weit will ich gehen, wie exakt soll mein Hintergrund sein. Ich könnte auch einen Baum als Hintergrund anlegen. Ich habe also sehr viele Möglichkeiten an dieser Stelle, etwas zu machen. Hier kann ich auch nochmal das weiter ausarbeiten. Ich kann auch hier die Farbe nochmal von unten mit wiederkehren lassen und ein bisschen spielen. Aber viel mehr brauche ich auch nicht zu machen. Ich könnte jetzt mit einem feineren Pinsel rangehen und ich fange das hier schon so ein bisschen an, auch mit einem groben, sowas wie Fenster anzudeuten. Muss nicht sein, kann man machen. Und schon sieht das Ganze sehr, sehr lebendig aus. Wenn man hier noch so kleine, das mache ich so einen Seitenpinseldreh einsetze, dann habe ich auch noch Fenster. So. Jetzt habe ich eine Katze in der Stadt auf dem Dach. Liebe Freunde, nun habe ich Ihnen gezeigt, wie mit wenigen Strichen und auch mit wenigen Farben in der Technik des Nass-Nass-Malens eine Katze gemalt werden kann. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich darf Sie bei meinem nächsten Video auch wieder begrüßen.